Ja, man lässt sich auch mit bei Anträgen unterstützen. Zieht ihr alle eure Anträge zurück im Deutschen Bundestag? Ja, was ist denn? Was war abgesprochen? Das braucht ja nur die Grünen wahrscheinlich. Auf lauter Frust, dass ihr nur nicht mehr dabei seid? Nee. Ja, logisch. Nee. Warten wir es doch mal ab. Also wenn es ein persönlicher Frustfaktor wäre. Wissen Sie, wo die erste NSDAP-Regierungsbeteiligung war? In Thüringen. Ja. So wunderbar mit diesen Vergleichen. Also, das ist schrecklich. Ja, das liegt ja auch. Ja, aber wir machen weder eine Kooperation noch eine Koalition. Wir sind weder vor dabei noch nach dabei. Das Einzige, was jetzt traurig ist, im Inland und nicht mal der Führung von Ravelos und der Führung von Kemmerich. Alles andere bleibt doch gleich wieder so. Warum nicht? Der Kemmerich ist der erste Demokrat in Deutschland, der sich von Rechtsextremisten zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Er hat das weder provoziert noch sonst was. Sie hatten eine eigene Kandidatin im Wahlkampf. Niemand konnte damit rechnen, dass er keine Stimme hat. Und im Übrigen musst du dir mal sagen, was machen Sie mit uns, Freunde? Wir haben 4 oder 5 Stimmen im Landtag. Hätte die Union das bestimmt beispielsweise, hätte das vor ich finde es von der CDU genauso unsäglich. Ich habe mich nur gewundert, dass Sie es als Erfolg begrüßt haben. Ich finde es toll, dass wir eine Veranlassung haben. Das ist gut für die CDU. Gut auch für die FDP. Dass Sozialdemokraten Grüne und Linke sie jetzt ärgern, das wollte ich mir auch. Das ist doch nicht die Frage, ob sie uns das sind oder Grüne oder wie immer ärgern, sondern dass jemand mit der AfD-Stimme in Regierungsverantwortung gewählt wird. Das finde ich ein Dammbruch. Ja, aber was passiert denn sonst raus? Es gibt keine Zusammenarbeit, keine Koalition, keine Kooperation. Es passiert in der Politik im Land. Dann ruft man Neuwahlen aus. Das kann ja passieren. Dann fordern Sie ihn auf, zurückzutreten, damit man Neuwahlen. Das ist doch albern, mein Gott. Können wir gucken, wenn wir beim nächsten Haushalt keine Mehrheit kriegen, wird es das geben. Das ist noch ein Jahr.